Baum der Eule, Trollbrücke, wo gehen wir dann? Ich glaube, übers Hexenhäuschen kommen wir am schnellsten, oder? Das war doch gleich hier irgendwo beim Hexenhäuschen. Okay, dann können wir die auch schon mal abspeisen. Da haben wir schon mal die zweite Gruppe von Leuten hier versorgt. Das ist doch spitze. Okay, gib Mahagoni an den Baumstumpf. Und wehe, dass das kein Das ist Mahagoni, was ihr einfach nur wolltet. dumm. Was? Bist du blöd? Ah. In der Tat, ich habe es. Cool. Okay. Woher soll ich das wissen? Problemo. Wenn du uns fragst, ruf einfach, okay? Na gut. Ich glaube, ich mach mal ein Nickerchen. Seltsam. Ja, genau. Wir haben ein paar Holzwürmer. Das ist ja wunderbar. Ich fand auch schön, wie sie sich so kamikaze-mäßig aus den Löchern gestürzt haben. Okay, ich dachte eigentlich, der wirft das Ding einfach rein und wir kriegen dann dafür irgendwas. Aber so geht's natürlich auch. Die Frage ist natürlich, was machen wir mit Holzwürmern? Ich meine, da gab es ja mal diesen einen Baum, bei dem ich gemeint hatte, der sieht schon nach Holzwurm aus, aber der war, glaube ich, nicht anwählbar. Der war, glaube ich, einfach nur Deko. Haben wir irgendeine Stelle, wo wir Holz wegkriegen müssen, wo wir irgendwas zum Einsturz bringen müssen, vielleicht? Man könnte. Simon, du hörst keine Musik jetzt. Steck das Ding weg. Meine Güte. Ich könnte mir. Ich hätte eine Idee, aber ich will erstmal mit den Steigeisen weitergehen. Das probiere ich dann mal, wenn ich verzweifelt genug bin dafür. Weil es irgendwie ein bisschen abwegig mir erscheint. Aber wir gehen erstmal hier lang und bringen mal die Steigeisen an. So, und dann gucken wir mal. So, gehst hier oben lang, bitte. Diese Fratze ist auch geil hier. Ist eigentlich schon cool gemacht, so von der Umgebung her. Ich weiß zwar nicht, was es darstellen soll, aber naja, ist ja egal. So, benutze Steigeisen mit Loch, genau. Gut, damit kommen wir auch hier jetzt endlich weiter. Ich bin gespannt, wo wir hinkommen. Vielleicht zu Sordids Turm oder so? Das geht doch so nicht. Was? Ich habe gar nichts gemacht. Ein Schneemann. Okay. Was? Ja, genau, ist klar. Was war jetzt mit Au eigentlich? Okay. Was haben wir denn da so Schönes? Ich bin ein mächtiger Benutzer der mystischen Magie. Ja, sympathisch, würde ich sagen. Ich laufe in der Luft. Sollte das jetzt irgendwas sein, was man verstehen muss? Irgendwas Ausartikuliertes? Ich könnte sowas wie Gib auf geheißen haben, aber. Entschuldigung? Klingt nach Gib auf. Okay. Okay, wir müssen den Schneemann wegkriegen. Ich würde sagen, wir müssen ihn schmelzen. Wir haben Streichhölzer. Probieren wir das mal. Das geht doch so nicht. Wieso nicht? Kannst du vielleicht die Streichhölzer mit dem. Das geht doch so nicht. Hätte ja sein können, dass wir es anzünden und dann in den Schneemann stecken können oder so. Wieso geht das nicht? Was ist denn das für ein Mist? Will er vielleicht ein Sausefon? Ich würde wahrscheinlich wegen Lärmbelästigung verhaftet werden. Vom Schneemann oder was? Kannst du dem Schneemann einen Bart ankleben? Das geht doch so nicht. Schade, hätte ich witzig gefunden. Oder vielleicht wäre er ein bisschen Sumpfsuppe. Das geht doch so nicht. Lass dir mal einen neuen Spruch einfallen, Freund. Bisschen Kitzel? Das geht doch so nicht. Haare schneiden vielleicht? Das geht doch so nicht. Können wir eigentlich irgendwas von dem abnehmen? Vielleicht die Möhre? Nee. Mütze auch nicht? Nee, der Schneemann ist ein ganzes. Mist. Hat er irgendwas Metallisches in sich? Das geht doch so nicht. Mal ein bisschen probieren halt so, ne? So, Feuerlöcher. Das geht doch so nicht. Schade, schade. Das geht doch so nicht.
Wir verzweifeln jetzt ernsthaft an einem Schneemann. Ist das euer Ernst, Freunde? Ich kann mir ja vorstellen, dass wir vielleicht, tut mir leid, wenn ich hier immer mal so zwischendurch irgendwie ein bisschen komisch klinge oder, mal pausiere. Mir krabbelt ständig die Nase gerade. Und wer weiß, wie ich aussieht, was die meisten nicht wissen, aber gibt ein paar, die wissen, dass das ein gehöriges Problem ist, weil ich eine große Nase habe. Das heißt, dann krabbelt viel. So, egal. Was wollte ich denn? Ja, ich wollte sagen, ich könnte mir vorstellen, dass wir diese magischen Worte von dem Baum brauchen, um den Schneemann irgendwie zu ver... Simon! Ja, dieser Kerl regt mich auf. Der kann man nichts erzählen, ohne dass der seinen blöden Walkman rausholt. Also, dass wir halt die Worte brauchen, die magischen, um da diesen magischen Schneemann wegzukriegen. Okay, da ich jetzt gerade nicht mehr weiß, wo wir sonst ansetzen könnten, will ich mal das probieren, was ich probieren wollte. Genau da wollte ich hin. Ich wusste jetzt nicht, ob die Kreuzungen es wirklich sind, aber scheint richtig zu sein. Okay. Genau, ich will nochmal da hoch. Nimm die Haare mit. Oder so ähnlich. Nee, wir hatten noch da so eine Holzplanke gehabt, mit der wir nichts anfangen konnten. Ich wollte eigentlich irgendwie auf irgendein Brecheisen warten oder irgendwie sowas, damit wir die raushebeln können, aber vielleicht können wir die ja auch wegfressen lassen. Keine Ahnung, ob das funktioniert, aber ich meine, Holz ist Holz, oder? Kuckuck. So, wo waren denn die? Hier vorne, genau, Bodenbretter. Probieren wir das mal. Ich glaube zwar nicht dran, aber könnte ja klappen. Jungs, ernsthaft? Jetzt seid ihr mal dran, mir einen Gefallen zu tun. Ach, spitze. Ist ja cool. Lasst euch schmecken. Ja, erfolgreich. Oh. Achso, er steht gar nicht über dem Loch, okay. Ich dachte, er ist jetzt hier beim Loch mit, aber wir öffnen erstmal die Tür, würde ich sagen. Es ist mit einem Keil verschlossen. Ja, wo ist denn der Keil? Dann mach ihn noch weg. Ach da, Keil. Nimm Keil. Brauchen wir den für irgendwas? Vielleicht müssen wir mal jemanden einsperren oder so. Könnte ja sein. Okay. So. Uch. Ich kann zwar nicht viel sehen, doch der Geruch ist widerlich. Okay. Können wir vielleicht mit der Leiter ins Loch steigen? Ah, super. Ja, schöne Animation, finde ich gut. Hinab mit dir, mein Freund. Eine Grabkammer, ein Sarkophag also. Ja, das scheint auch alles zu sein. Dann würde ich sagen, geh ans Werk, Simon, öffne ihn. Hau ruck. Ach, das Zepter! Na, leck mich doch, ist ja spitze. Das war knapp. Du hast dich nicht an den Text gehalten, den ich dir vorgegeben habe. Okay. Simon, du bist ein ganz schönes Weichei. Kriech noch mal rein hier. Er geht auch, ist ja spitze. Okay, ist wieder zu. Nee, nicht nimm, öffne. Wir müssen irgendwie die Mumie dazu kriegen. Anscheinend ziehe ich Unglück magisch an. Ja. Irgendwie müssen wir die Mumie ausschalten, bevor die uns hier verscheucht, bevor Simon da von der Angst gepackt wird. Ach, jetzt bleibt er, das ist ja spitze. Ich habe heiliges Wasser. Oh. Das war knapp. Ja, Entschuldigung, ich wollte mich ja erstmal umsehen eigentlich. Okay, wieder rein. Jetzt ist der Sarg wieder zu, ich fasse es ja nicht. Okay, dann machen wir das Ganze nochmal. Ich wollte mich ja eigentlich erstmal ein bisschen... Anscheinend ziehe ich Unglück, Max. Ja, halt die Klappe. Was machen wir denn jetzt, ist die Frage, ne? So. Komm nochmal raus. Können wir vielleicht... Ach! Zieh mal hier. Ich habe sowas schon mal in Comics gesehen. Und die Mumie löst sich in Wohlgefallen auf.
Katze. Okay, die Bandagen, die können wir bestimmt mitnehmen. Ich kann auch ohne 1000 Jahre alte Bandagen leben. Echt? Also ich fände die ja schön, ne? Ein Haufen Schmutz und Bandagen. Und wenn du dich mal verletzt, vielleicht willst du dann dich irgendwie verbinden und dann hast du keine Bandagen. Was machst du dann, Simon? Okay, aber viel wichtiger ist, wir haben das Zepter der Macht. Wir sind Zauberer. Spitze. Das ist ein mächtig aussehender Zauberstab. Dann ist das doch der Turm des Nekromanten. Kannst du mal sehen, da habe ich damals doch recht gehabt, als wir hierher gekommen sind. Okay, wir gucken uns nochmal den Sarg an. Ein in Stein gehauener Sarkophag. Möchtest du denn mal reingehen irgendwie? Ja, nehmen vielleicht nicht. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Das dachte ich mir schon. Bewege? Das ergibt doch keinen Sinn. Hätte ja sein können, dass du eine Idee hast. Okay, ja, dann lassen wir das. Nee, Quatsch, bleib gleich hier unten. Wir benutzen natürlich mal wieder die Postkarte. Und gehen jetzt flugs zurück ins Dorf. Nicht zum Shop, denn wir haben immer noch kein Geld, sondern zum betrunkenen Druiden. Okay. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt, also was die jetzt mit uns machen. Ich hoffe ja, wir kriegen irgendwas Dolles dafür. Immerhin haben wir jetzt das Zepter besorgt und das war ja schon irgendwie... Also ist die herrschende Windrichtung noch... Ich würde das nicht abgeben wollen, ehrlich gesagt. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte. Ja, Entschuldigung, das meinte ich auch gar nicht. Osten ist weitaus angenehmer. Aber in Nun, mir scheint, wir haben den Jungen unterschätzt. Oh ja. Und jetzt macht ihr mich zum Zauberer, richtig? Es sind erst noch einige Formalitäten zu klären. Was? Könntest du bitte diese Fragen beantworten? Name? Uri Geller! Danke. Jetzt musst du nur noch die Abonnementprämie leisten und dann bist du ein Zauberer. Abonnementprämie? Ja, nur 30 Goldstücke für Junior-Mitglieder. Was? Ich habe aber gar kein Geld. Schade, aber dann kannst du kein Zauberer werden. Was? Wartet hier, ich finde euer Geld. Alter, ernsthaft? So, und ich bin der Ostwind, boah, richtig? Boah, wie ich euch hasse. Ich wäre der Ostwind. Oh, ich hasse euch. Was soll denn der Mist? Ey, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Jetzt habe ich dieses Zepter besorgt und dann kriege ich noch nicht mal was dafür, weil ich kein Geld habe. Ach, Mist. So, was haben wir denn noch? Was können wir denn noch machen? Wir haben die Holzwürmer eingesetzt. Das ist abgearbeitet. Wir haben das Zepter besorgt. Wir können im Shop immer noch nichts kaufen. Und der hat es auch noch nicht hingekriegt, hier die Kiste hinzustellen mit den Goblinwaren. Wir haben einen Haufen Krempel und können nichts davon verkaufen. Vielleicht habe ich es auch falsch angestellt. Moment, ich will noch mal was probieren. Wir hatten es jetzt ganz oft gehabt, dass wir einfach nur Gib machen mussten. Will man das nochmal so? Hey, Junge! Interesse an einem günstigen Juwel? Gib mal her, ach. Ich werfe einen Blick drauf. Ach, geil! Das klappt doch? Der ist hübsch, sehr hübsch. Zwergisch, nehme ich an. Es ist einer dieser Juwelen, der die Farbe ändert. Ich gebe Ihnen 4 Goldstücke dafür. Was? Natürlich 4 Goldstücke. Sie machen wohl Witze. Ich will mindestens 40. 40 Goldstücke? Ich gehe nicht weiter als 10. So, was haben wir denn? Klingt zwar besser, ist aber immer noch Diebstahl. Okay, 15 Goldstücke. Aber auch nur, weil mir Ihre Kleidung so gut gefällt. Das ist ein Spitzengrund, ehrlich mal. Okay. Lasst uns Runde 20 sagen und uns in Frieden trennen. Okay, okay. 18 Goldstücke. Nein. Wie bitte? Also 20. Sie machen ein hartes Geschäft und keine Fehler. Ich gehe besser und bringe das in Sicherheit. Und tschüss. Ich frage mich, wie er das gemacht hat. Ja, schön. Jetzt hat er offenbar selbst seinen Unsichtbarkeitstrank benutzt oder so, keine Ahnung.
den Kram hier können wir auch nicht auswählen. Okay, damit haben wir den Bauchladen-Krämer jetzt auch endlich weg von der Agenda. Und wir haben Geld. Wir haben Goldstücke.